Hi, ich bin Timo. Heute geht es um Schnellkraft und den Sprinttrainer von Sportime. Schnellkraft ist eine grundlegende Fähigkeit, die sowohl in der Leichtathletik als auch in diversen Spielsportarten notwendig ist. Wir wollen in einer kurzen Zeit den maximalen Kraftaufwand realisieren. Das brauchen wir beispielsweise bei Spielsportarten wie Fußball, Basketball, Volleyball, also beispielsweise Sprünge oder Antritte. Beim Schnellkrafttraining brauchen wir eine maximal hohe Belastung und gleichzeitig eine adäquate Pause. Es geht hier um Belastungen im Bereich zwischen 1 und 5 Sekunden. Und eigentlich kann man sagen, pro Sekunde Belastung brauchen wir eine Minute Pause. Weil man Sprints und Richtungswechsel in diversen Spielsportarten braucht, werden wir uns heute mit dem Sprinttrainer von Sportime beschäftigen, weil man die Schnellkraft wunderbar damit trainieren kann. Der Sprinttrainer besteht aus einem gepolsterten Beckengurt, zwei Widerstandsbändern, die mit Karabinern abschließen, und zwei Schlaufen, die du eigentlich an jeden Zaun, jedes Gelände anbringen kannst. Ich zeig dir mal, wie man die Schlaufen befestigt. Du brauchst zwei stabile Pfeiler oder zwei stabile Säulen. Du wickelst das eine Ende drumherum und ziehst die Schlaufe innen durch. Beispielsweise wie an diesem Zaun. Ein Ende rum und das andere Ende durchziehen und festdrücken. Als nächstes nimmst du die Widerstandsbänder und hakst die Karabiner ein. Dann legst du den Gurt um, eigentlich um den Körperschwerpunkt, also um die Hüfte. Ich habe hier so ein kleines Mikro, deswegen mache ich es ein bisschen höher. Am Ende richtig festziehen, dass es auch ganz eng und stabil sitzt. Und zum Abschluss hakst du beide Tubes mit dem Karabiner an den Gurt ein, dass du den Widerstand von beiden Seiten hast. Vor der ersten Übung macht es absolut Sinn, sich eine Markierung zu setzen, wie weit du gehen möchtest, weil unter Belastung haben die Widerstandsbänder auch eine maximale Länge und die ist irgendwann erreicht. Als Vorbereitung für unsere ersten Sprintübungen werden wir marschieren. Das ist eine tolle Übung, um eine stabile Rumpfkontrolle, um ein stabiles Sprunggelenk, um eine hohe Position im Sprint selber zu trainieren, ohne dabei erstmal selbst sprinten zu müssen. Folgenderweise sieht das aus. Geh auf die Zehenspitzen, auf den Vorderfuß und in kontrollierten Füßen, kontrollierten Schritten, dynamischen Armen nach vorne marschieren. Genauso viel Wert legen auf eine stabile Position beim Rückwärtsgehen. Die ist mindestens genauso anspruchsvoll wie vorwärts. Erste Übung ist ein linearer Sprint vorwärts. Begib dich in die Hockposition, senk den Oberkörper nach vorne ab. Besonders das vordere Knie will in Richtung Boden, dass du maximalen Druck nach vorne machen kannst. Geh kontrolliert zurück. Achte jetzt auf eine ausgiebige Pause von mindestens einer Minute. Wir haben hier eine Belastung von 1 bis 2 Sekunden. Eine Minute sollte auf jeden Fall mindestens vonnöten sein. In der nächsten Übung geht es um einen seitlichen Antritt. Dreh dich in die Position, wo die Widerstandsbänder von der Seite kommen. Wir gehen in eine tiefe Position, treten an mit einem Cross-Step. So schnell wie es geht, seitwärts bewegen. Schultern zeigen immer in Blickrichtung. Hütchen berühren und kontrolliert zurück. Nächste Übung ist eine Sprungvariante. Sprünge sind eine der besten Methoden, um Schnellkraft zu trainieren. Begib dich auf den Widerstand, wo du gerade so noch in der Schräglage stehen kannst. Probier 5 maximal hohe Sprünge zu machen und dann mindestens 60 Sekunden Pause oder mehr. Dadurch, dass wir mit dem Sprinttrainer 2 Widerstandsbänder haben, haben wir ein tolles Gerät hier, um Seitwärtsdrills in die Laterale trainieren zu können. Dazu müssen wir den Sprinttrainer allerdings breiter befestigen. Vor der Übung musst du wieder austesten, wie weit reicht mein Widerstandsband und dort die Markierung deponieren. In dem Fall in beide Richtungen. Da wir uns auch nach vorne bewegen wollen,
gleich auch nach vorne. In der Variante, die ich dir jetzt zeige, wird es so sein, dass du dich zu dem weißen und dem blauen Hütchen nur seitwärts bewegen darfst und zu dem orangen Hütchen nur vorwärts. Am besten macht man das mit einem Partner oder mit einem Trainer, der direkt beim Berühren des mittleren Hütchen ansagt, welches als nächstes ist, wodurch du halt eine tolle Agility und eine Orientierungsfähigkeit auch noch im Raum mitschulst. Vor dem Drill solltest du dir ausmessen, wie viele Meter du ungefähr läufst. Faustregel: für 10 Meter, die du gelaufen hast, eine Minute Pause. Unser Drill entspricht hier ungefähr 20 bis 25 Meter. Das heißt, ich müsste jetzt 2 bis 2,5 Minuten Pause machen, bevor ich das nächste Set angehe. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar schöne Anregungen zum Schnellkrafttraining geben. Schreib uns doch mal in den Kommentaren, für welche Sportart du trainierst und mit welchen Übungen du den Sprinttrainer einsetzen würdest. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, und dann viel Spaß beim Training.